Hallo Technikrocker, herzlich willkommen zum Techrock 6.1. Bevor wir mit dem großen Xiaomi Scooter 3 Test anfangen, braucht man natürlich ein bisschen Zubehör, ein paar Gadgets. So, und der Ehrenwerte hat Post bekommen und die packen wir jetzt zusammen aus. Los geht's! So, da ist das erste Paket und das machen wir jetzt natürlich zusammen auf. Denn für den Scooter braucht man natürlich das perfekte Zubehör. Vorausgesetzt, man kriegt die Packung auf. Aber ich bin ja Profi. So, die Spannung steigt. Was ist es? Was ist es? Ich weiß es selbst nicht mehr. Ah, da kommt es zum Vorschein. Eine Lenkertasche, die natürlich auf jeden Scooter oder von mir aus auch Fahrrad passen wird. Aber die ist jetzt für den Xiaomi Scooter 3. Ach, wieder dieser herrliche Plastikgeruch. Oh, lecker. So, dann schauen wir doch mal. Ich muss noch ein bisschen hier an der Kamera jetzt vorbeigucken. Ja, relativ simpel, aber effizient, ne? Hier steht auch Bicycle Bag. Wildman Stuff. Also genau das Richtige für den Ehrenwerten. Deswegen habe ich die auch gekauft, nur wegen dem Namen. So, dann gucken wir mal. Also man kann die aufklappen. Die wird hier mit den Bändern wird die befestigt am Lenker. Klettverschluss. Und dann oben über die Lenkerstange auch nochmal. Ja, dann kann man die aufmachen. Dann haben wir hier mehrere Fächer. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an, wenn die montiert ist. Das mache ich auch zusammen mit euch. Und dann hoffe ich mal, die hält, was sie verspricht, ne? Ja, scheint ein bisschen fummelig zu sein mit dem Reißverschluss hier. Gut, die waren jetzt natürlich sehr günstig, aber ihr wisst ja, bin ja Sparfuchs, ne? Und mal gucken, wie gut der Reißverschluss zugeht. Das will ich jetzt testen. So. Aha. Ein bisschen regengeschützt soll die auch sein. Natürlich nicht wasserdicht, aber ja, das sieht doch schon ganz nice aus. Reflektoren sind hier. Schrift, die ist auch reflektierend, damit man den Ehrenwerten auch gut sieht, bevor er sich auf die Nase legt. Ist immer wichtig. Ja, das hier ist so ein bisschen Hartkunststoff. Wobei hart kann man auch nicht sagen. Ist schon sehr flexibel, aber ist auch gut. Dann zerbricht es nicht sofort, wenn man mal stürzt. Ja, und die ist auf jeden Fall schön leicht. Ich würde sagen, extrem, Moment, so, extrem wild. Ja, extrem professionell. Und die werden wir jetzt mal zusammen montieren. Alles perfekt vorbereitet und wie ihr sehen könnt, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Lord Vader ist natürlich anwesend, denn der Xiaomi Scooter ist auf jeden Fall Imperium. Also absolut nicht Rebellen, nein, der ist Imperium. Und gemeinsam mit seiner Macht werde ich natürlich jetzt die Lenkertasche befestigen. So, mal gucken, bisschen justieren. So sollte es doch funktionieren. Absolut professionell. Dann wollen wir mal sehen, wo hier oben und unten ist. Ja, die Strippen hier kommen auf jeden Fall da oben rum. Die können wir ja hinterher machen. Erstmal sollten wir den an die Lenkstange dran schrauben. So, mal gucken, ob das überhaupt so passt, wie es soll. Hier ist natürlich das Kabel der Bremse, aber das kann man ein bisschen zurücklegen. Das sieht doch ganz gut aus. So, mal gucken. Dann wird das definitiv so hier rumkommen. Vermutlich. Also erstmal die untere Lasche befestigen. So. Dann die obere. Ziehen wir dann hier durch. Also wirklich simpel gemacht. Einfach mit Klettverschluss. Aber muss ja auch nicht großartig Gewicht aushalten. Da sollen ja nicht Ziegelsteine rein, sondern nur das Notwendigste, was man so mitnimmt. Mal sehen. So, jetzt müssen wir nur noch die hier oben durchziehen, damit die nicht runterrutscht. So, auf jeden Fall sind die Bänder lang genug. Damit kann man, glaube ich, drei Scooter nebeneinander verschnüren.
So. Ja, die Bänder hängen natürlich da rum. Das ist natürlich, ja, ich glaube, da gibt es noch eine andere Lösung, das irgendwie richtig zu machen. Vielleicht muss man die wirklich so umschlagen und dann kürzen. Mal gucken, ob das besser geht, wenn man die dann hier durchzieht. Die da auch doppelt durchpassen. Ja, das ist ein bisschen Fummelei. Aber könnte man eventuell so machen. Da werde ich mir noch was überlegen. Das ist jetzt ein bisschen unprofessionell, finde ich. Die sind wirklich viel zu lang. Naja, da wird der Chinese sich schon was bei gedacht haben. Glaube ich. So, dann machen wir das mal hier rum, weil da brauchen wir auf jeden Fall die Möglichkeit, um das per Klett festzuklemmen. Ah, da werde ich mir noch genau angucken. Erstmal gucken wir mal, ob die so einigermaßen passt. Ja, jetzt kommt man natürlich hier oben schlecht an den Reißverschluss. Das heißt, die muss ein bisschen tiefer. Ah, da haben wir schon das erste Problem erkannt. Die darf nicht zu hoch angesetzt werden, die Tasche. Kein Problem. Dann befestigen wir die mal ein bisschen tiefer. Wichtig ist zwischendurch immer mal überprüfen, ob die Klingel funktioniert. Perfekt. Ja, jetzt kommt man natürlich auch viel besser an den Reißverschluss von der Tasche. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr einfacher Reißverschluss. Alles irgendwie aus Plastik und Gummizeug. Naja, aber die passt auf jeden Fall schön da dran. Die werde ich natürlich noch ganz professionell befestigen und mal gucken, ob man hier die Strippen irgendwie ein bisschen kürzen kann oder umschlagen kann. Das werde ich mir noch anschauen. Aber das sieht mal ganz gut aus. So, das komische Ding hier muss man natürlich auch irgendwann abmachen. So, wo ist die Schere? Schwester? Schwester? Schere bitte. Danke. Das braucht man definitiv nicht hier. Obwohl mir das sehr gut gefällt, ne? Wildman. Also ich finde, das könnte man ja eigentlich irgendwo an den Scooter machen. Ne? Das sieht ja richtig gefährlich aus dann. Also wir beide, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Ne? Also die Lenkertasche hat das Imperium Gütesiegel bekommen. Ja, und ich kann nur sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und im nächsten Teil packen wir das nächste Gadget aus. Also, bis dann. Liebe Technikrocker, das war ja noch nicht alles. Ich habe ja noch ein Paket bekommen. So, nämlich hier. Und da seht ihr schon, gefährliches Batteriezeichen drauf.